Ja, Lebkuchenhäuser. Ich liebe das zur Weihnachtszeit und zur Adventszeit, Lebkuchenhäuser zu machen mit meinen Kindern. Und bei uns ist das halt traditionell, jedes Jahr wird in der Adventszeit Lebkuchenhäuser gebaut und gebastelt. Und ich finde die auch immer sehr, sehr dekorativ. Man kann sie wunderbar irgendwo platzieren. Und die Kinder haben halt die wahre Freude daran, immer daran doch rumzunaschen. Und ja, finde ich sehr, sehr schön. Lebkuchen an sich, auch schon alleine der Duft. Man sieht das hier. Ich habe ja so einen Kronleuchter, wo ich immer Lebkuchen auch hinhänge, wo sich jeder dran bedienen kann. Manche trauen sich, manche nicht. Auf der Weihnachtsparty hat sich doch, nee, mittlerweile zwei, drei Sachen fehlen doch schon. Gestern beim Lebkuchen basteln wurde dann doch auch noch fleißig genascht. Und genau, und das ist, finde ich, auch sehr, sehr schön, wenn du ja, mit einer Lichterkette kannst du auch arbeiten, haben wir jetzt nicht. Die Kinder haben halt wirklich das zu, dies Jahr mit Zuckerguss ja, die Türen geschlossen gehalten, also werden wir keine Lichterkette platzieren, aber das ist auch machbar. Und ich habe halt von, das ist keine bezahlte Werbung, von Dr. Oetker dieses Set einfach gekauft. Und das reicht vollkommen, finde ich, aus, wenn man jetzt, wir haben immer unglaublich viel um die Ohren und jetzt noch den Teich zu machen und so weiter. Da benutzen wir einfach nur diese Lebkuchenplatten und die bauen die Kinder dann zusammen. Ist immer eine große Schmiererei mit Puderzucker und so weiter, aber jedes Jahr ist das tatsächlich eine Riesenfreude. Falls dir das Video gefällt, würde ich mich freuen, einfach Daumen nach oben und wenn du mich, also den Kanal abonnieren würdest, wäre ich auch sehr, sehr glücklich darüber. Was ich noch mal dazu sagen wollte, ist, wir haben halt grundsätzlich, wir haben Erfahrung schon seit etlichen Jahren. Genau, also, was wichtig ist, ist, finde ich, wir haben halt hier noch zusätzliche Süßigkeiten, einfach genommen, Kinderriegel oder die Männchen haben wir einfach da reingebaut. Dann haben wir so extra Schokolade noch genommen und wirklich das Zuckerhaus komplett mit Süßigkeiten ja, dekoriert. Weil das, was dort angeboten wird, ist jetzt nicht so in Hülle und Fülle und jedes Jahr wird es auch ein wenig weniger, wie wir festgestellt haben. Jetzt gibt es nur noch Pappmännchen, früher waren die aus Zucker und ja, aber mittlerweile befindet sich halt ein Weihnachtsmann und ein Reindeer im Zuckerhaus und früher war es wirklich das Hexenhäuschen mit Hänsel und Gretel und der Hexe. Insofern hat auch diese Firma ein wenig sich weiterentwickelt, ob das die richtige Richtung ist, aber die Kinder sind auf jeden Fall begeistert. Falls dir das ja, gefällt, wie gesagt, ich kann dir noch einen kleinen Tipp geben. Also die Kinder haben wirklich immer richtig, richtig viel Spaß. Ich als Elternteil auch. Ich liebe es. Es wird groß hier Musik angemacht, die Weihnachtsbäckerei spielt und es ist wirklich eine tolle Atmosphäre und es ist halt sehr, sehr schön, wenn viele Kinder da sind und wir haben dann auch so, dass wir Bäckermützen alle aufhaben und Schürzen und dann wird hier ordentlich dekoriert. Und das Schöne ist eben bei diesem Lebkuchenhaus, oftmals ist es ja so, wenn man Plätzchen backt, der erste Schwung, da wird noch fleißig mitgeholfen und nachher nicht mehr. Und ich muss sagen, bei diesem Lebkuchenhaus eigentlich sind die gut dabei bis zum Schluss. Ja, und das macht wirklich sehr viel Freude. Und die, genau, die Weihnachtsbäckerei, die Musik läuft, es wird gesungen und es ist eine ganz tolle Atmosphäre. Also, ich habe dann noch einen weiteren Tipp: Gefrierbeutel einfach kaufen. Puderzucker wird aufgeschlagen, also erst wird ein Eiweiß ausgeschlagen, dann Puderzucker untergehoben und dann ergibt das diese Masse, die das Haus auch zusammenhält und
Also als Spritzbeutel kann ich das nur empfehlen, wenn mehrere Kinder da sind. So viele Spritztüten hat man gar nicht und da eignet sich so ein Gefrierbeutel wunderbar. Also, ich hoffe mal, dass dir das gefallen hat, den ein oder anderen Tipp, den ich dir geben konnte. Und ich denke, noch ist Zeit, um Lebkuchenhäuser zu basteln, sie auch vielleicht zu verschenken. Finde ich auch großartig zu Heiligabend, wenn man halt auch ein selbstgebasteltes Lebkuchenhaus verschenkt, mit einem Gutschein oder wie auch immer. Finde ich auch grandios, weil so ein Lebkuchenhaus, finde ich, ist sehr persönlich und ja, macht einfach Spaß. Also, ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Nochmal Daumen nach oben, Abo wäre super und bis ganz bald. Tschüss, Suska.